Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind wieder auf der französischen Map. Ich bin wie immer der Shorty von der Test Area. Ja, französische Map. Also eigentlich wäre ich ja schon gerne bereits umgezogen auf eine andere Map, aber ich habe noch keine Map gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen, die mir gefällt. Strohlager, nein, hier, Kuhstall. Silage, Stroh, Heu, Einstreu. So. Und also noch keine Map gefunden, die mir gefällt, wo ich sage, yo, dafür tausche ich die jetzt ein. Tja, was will man machen? So, wir sind jetzt hier auch beim Kuhstall, das ist gut. Mir ist da was nämlich wieder in den Hinterkopf gekommen. Ach, guck mal, erstmal hier. Erstmal hier. Ich hatte ja die Grubber-Mission schon angenommen. Weil durch die Grubber-Missionen kommt man ziemlich rum auf der Map, auf den Maps und durch die Grubber-Missionen. Und 19 Grubbern. So kriegt man dann auch die Wege und die Maps alle angebunden. 19. 19. Da waren wir sogar schon. Das ist doch super. Da muss ich ja nur noch den Job erstellen. Ungefähr hier. 15,6, da machen wir mal 15 Meter raus. Anzahl Vorgewinde 2. Dann sind wir bei 30 Metern. 30 Meter Vorgewinde ist immer für die Sicherheit bei mir. Eine Reihe überspringen. Damit ich weiß, dass die Fahrzeuge da auch garantiert wenden können. So, damit ist das schon mal klar. Ich mache jetzt hier erst eine Wegprobe. Sag dem jetzt hier, fahr zu 19. Wenn du ankommst, übergibst du an Crossplay. Der Fahrer hat keinen Weg gefunden zu Feld 19. Das kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwie. Okay. Wenn du nicht zu 19 fährst, dann müssen wir zu 22 fahren und das mal überprüfen. Warum du nicht zu 19 fahren willst. Das ist wahrscheinlich wieder ein Fehler von mir gewesen, dass ich was nicht richtig angeboten habe, aber darum geht es jetzt gar nicht. Das klären wir schon. So, den habe ich auf 5 Meter gestellt, die stehen hier schief. Und dann trifft der, weil der wegen der Schieflage das Rohr nicht, ne? Das ist wieder klar. Der wird jetzt hier ewig rumpendeln. Das ist ein bisschen doof gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber... So, das kriegen wir hin. Dann machen wir das halt eben von Hand. Das ist aber immer noch nicht das, was ich heute machen wollte. Verdammte Axt. Ja. Ich habe mich ja mit LS22 mit den Tieren noch nie beschäftigt. Es sind ja einige Sachen anders, ne? Kühe... Ich habe erst gedacht, nee, machst du nicht, weil es zu umständlich und zu teuer, aber Kühe produzieren auch Mist. Ne? Und warum nicht auch dann den Mist verkaufen? Dafür muss ich aber diesen Mist-Trigger-Dingsbums bauen und erstmal gucken, wo. Doch, das läuft noch. Ja. Ist hier mit dem Stroh. Warte, auf den warten wir noch eben. Okay. Dann lass mal das Einstreu raus. Oh, ist ja doch ein bisschen was, ne? Danke. Und du kannst das dann wieder ins Strohlager bringen und den Rest. Wunderbar. Da kommt auch schon wieder Geld rein. Bleibt man hier stehen. Der Fahrer bla 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 ist angekommen bei Feld 22. Das müssen wir auch erst sehen. Damit... Damit wir die Grubber-Mission ans Laufen kriegen, ne? So, hier ist schon der erste Fehler. Es war überhaupt nicht so angebunden.
dass man von der Straße aus da dran kommt. Dann kann das natürlich auch nicht gehen. So, das war diese Seite der Medaille. Mit 19. Einfach nur als Schleife hier. Ja, also das passiert nicht mehr. Ich hätte eigentlich durchfahren müssen, auch bis zur anderen Seite. Warum habe ich das nicht gemacht? Ich muss das mal eben hier richtig machen quasi. So, neu, fertig, angebunden und erster Wegpunkt lassen wir ihn laufen. Der macht das jetzt schon. Ja. Ja. Und oh. Ah, so viel zu tun immer, ne? Moment. So, wir wollten ja hier nochmal Heu machen, damit wir das Lager auch voll bekommen. Nicht wahr? Erster Wegpunkt. Und gib ihm. So, was mache ich mit dir? Das Stroh muss noch warten. Dumm rumstehen musste nicht. Feld 40. Kursladen. Mähen. So. Du musst dann in den Fermenter. Beladen bei Feld 40. So, abladen. Produktion. Fermenter anliefern. Das Ganze ist Gras. Erster Wegpunkt. Den Button aktivieren, damit Crossplay auch schön zusammenarbeitet mit Autodrive. Sehr schön, ich müsste hier Sache von Hand draufsetzen, vernünftig. Du fährst jetzt also den Fermenter befüllen. CC. Okay. Wer verkauft weiter die Silage? Der ist jetzt am Kubern. Der ist noch am Ernten. Er wartet auf Ruhe. Du bist am Heu machen. Gut. Jetzt zum Kuhstall. Ach ja. Hup. Shop in der Silage gelandet. Also, Mist. Ich weiß, da war was. Mit den Zusatzsilos. Silos, Silo Erweiterung. Misthaufen Aufbau. 4 Millionen Liter. Aha. Und dann gibt es bei den Silos auch nochmal Misthaufen. Das ist aber was anderes. Es muss der von den Silo Erweiterungen sein. Ja, die Frage ist dann aber immer... Ah, da ist ein Trigger dran. Ein Abholtrigger. Na, das ist ja genial. Da ist ein Abholtrigger dran. Dann könnte ich den Misthaufen hier hinsetzen. Da ist auch das mit der Gülle. Oder ich könnte den Misthaufen hier hinsetzen. Nee, da komme ich dann nicht mehr da dran. Wo kann ich den Misthaufen denn hinsetzen? Ha! Jedenfalls ist da ein Trigger dran. Also dann eigentlich doch hier. Lass den mal kurz hier dran. Beobachte den Traktor, der da rauskommt, ne? Oh. Ja, da muss ich dann wohl den Kurs ein bisschen überarbeiten. Und ich hoffe, ich bin auch nah genug dran. Da ist auch kein Hinweis. Wie nah? Ein Misthaufen kann nur in der Nähe des Stalls platziert werden. Gut, da das jetzt nicht mehr angezeigt wird, gehe ich davon aus, ich bin nah genug dran. Ja, Mist ist halt
Ne? Mist. So, setz den mal dahin. Und jetzt muss ich ja eigentlich, habe ich ja kein Fahrzeug gerade, muss da den Kurs anpassen. So, schaffst du es jetzt? Oder muss ich wieder von Hand? Du hast doch vorher nicht so ein Problem gemacht, ne? Liegt das am Traktor? Du warst doch sonst auch beim Ernten. Bist du doch richtig runtergegangen. 5 Meter Abstand. Der kleine Rotel, der fährt da ein bisschen präziser. So. Dann ist der gleich voll, dann fährt der gleich los. Nur wie gesagt, die Kurse beim Fermenter, die muss ich ändern. Das kann ich mit dem hier machen. Ich muss da jetzt sowieso hin abladen. Das ist eine gute Idee. Also auf den ersten Blick würde ich sagen, sieht das ja mal so aus, als wenn die Fahrzeuge dran vorbeipassen, obwohl dann ja hier genau auch der Trigger ist. Das ist aber nicht schlimm. Hier ist der Gülletrigger, hier ist der Misttrigger. Das heißt, ich brauche hier eigentlich nur einen Zielpunkt setzen, den ich dann Kuhstall nenne. Später für das Fass, Milchfass, Güllefass, whatever, ne? Ich mach mal hier einfach Kuhstall. Quasi ein Warttrigger. Ja, gut. So, wie ist es mit Mistproduktion? Das wird wohl noch Gesundheit, Nahrung, Milch, Stroh, Gülle, Heu, Silage, Stroh, Mineralfutter. Ja, vielleicht ist der zu weit weg. 0 Liter Mist. Für Gülle, Stroh, Milch, Produktivität 100%. Also wenn der zu weit weg ist, dann ist das natürlich ein Problem. Fermentermühle, Bäckerei, Getreidemühle, Spinnerei. Dann läuft er ja nicht, ne? Aber dann wäre ja auch die Anzeige da. Also sollte das nicht funktionieren, weil er zu weit weg steht, baue ich den nochmal. Das ist ja nicht das Problem. Ich habe aber so nämlich das Gefühl, dass der zu weit weg steht. So, die schicke ich erstmal wieder. Nee, ich muss den Kuhstallpunkt noch bei Kuhstall reinsetzen. So, ausmachen. Und jetzt kannst du erstmal wieder deinen Dienst verrichten. Mit dem Mist, das müssen wir dann im Auge behalten. Hier ist jetzt der Moment. Na? Knapp. Also ich weiß ja nicht, ob das mit dem Misthaufen so funktioniert. Das ist ja auch so eine stündliche Sache dann wahrscheinlich, ne? Wie auch mit der Gülle. Da wird ja nicht angezeigt. Wir haben jetzt 8.52 Uhr. Ich mache jetzt mal auf 10 Uhr die Uhrzeit. Ach, und das regnet. Ah, der Misthaufen wächst. Gut, ich spule jetzt vor, bis der Regen vorbei ist, Leute. Ganz einfach, weil ich will ja im Regen nicht arbeiten. Aber der Misthaufen wächst. Yay. So. Regen ist vorbei, Misthaufen wächst. Das heißt, ich kann den da lassen. Na, na. Wenn hier mal ein Fahrzeug dran hängen bleibt, dann ist das so. Dann kann ich die Kurven immer noch verändern. Sehr gut. Mineralfutter. Ziehst dir rein. 11, 19. Vielleicht kommt der Futterroboter wieder. Da sieht man schon, das Futter lagert sich da.
Gesundheit 100%, Nahrung 17.000, Milch, Stroh. Ist klar, Gülle haben wir einiges. Heu, Silage ist drin, Stroh und weiter. Aber Mist, Mist wird hier nicht angezeigt, ne? Und ich finde das gut, dass man kein Förderband braucht, ganz ehrlich. Großes Lob an Giants. Ich persönlich finde das sehr gut. So, jetzt macht er hier gleich erstmal wieder seinen Job. So, da geht's jetzt los, genau. Da macht das kontinuierlich. Und das Futter taucht dann hier auch in der Gasse auf. Sehr schön. Sehr schön. Und wir verdienen immer mehr Geld mit der Silage auch. Wohndienstleistung ist abgeschlossen. 2000 Liter Mist schon. Ja. Yeah. Also das, der Kuhstall ist schon dann Arbeit, ne? Man muss das mal überlegen. Man muss Heu anliefern, man muss Stroh anliefern, man muss Silage anliefern, man muss Mineralfutter anliefern. Dann muss man hier drin Heu anliefern, man muss die Gülle abholen, den Mist abholen und die Milch. Das ist schon. Also das ist schon was, oder? Ja. So, what's next? Gucken nochmal durch. Du bist fertig, den bringe ich eben nach Hause. So, gut, dann kannst du den Rest bei der Ölmühle anliefern. Machst du doch jetzt ganz brav, ne? Sehr schön. So, du bist noch am Schwaden. Du sammelst das Gras. Du bist noch mit Silage verkaufen beschäftigt. Ja. Also wie gesagt, so ein Kuhstall macht richtig Arbeit dann, ne? Bis das alles läuft. Hätte ich ja nicht gedacht. Ich ja nicht gedacht. So, Mineralfutter noch kurz. Ja, ich weiß, es gibt die Multiproduktion von Austria Agrar, wo man Mineralfutter herstellen kann. Aber das ist halt kein Original-Mod oder realistischer Mod, sag ich mal. Ne? Deshalb fand ich es, habe ich gesagt, fand ich es schade, dass es von Giants nicht im Original eine Futterfabrik zum Beispiel gibt, wo man Schweinefutter, Mischration, Mineralfutter herstellen kann, nicht? Weil diese Multiproduktionsanlage möchte ich mir nicht auf die, in diesem Projekt hier nicht auf die Map stellen. So, gut. Das war's für heute wieder, ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Wir haben heute richtig Mist gemacht. Ich freue mich wieder auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal, das motiviert mich. Und damit kommt es ja am Ende auch euch zugute. Ich war, bin und bleibt der Schotti von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.